Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Video des Lernzyklus über den Prozentbegriff. Jetzt schauen wir uns gemeinsam ein paar Beispiele zu dem eben Gelernten an. Los geht's! So, wir starten gleich mit einer kurzen Wiederholung. Das letzte Mal haben wir uns angeschaut, dass man 3% als Dezimalzahl schreiben kann. Das waren nämlich genau 0,03. Wieso? Weil wir wussten, dass Prozente Hundertstel sind. Das heißt, wir mussten durch 100 dividieren. In die andere Richtung müssen wir 0,03 mal 100 multiplizieren und erhalten wieder die Prozente. Jetzt schauen wir uns ein paar Beispiele gemeinsam an und üben das. Zuerst wollen wir Prozente als Brüche und schließlich auch als Dezimalzahlen schreiben. Starten wir mit 100%. Das ist dasselbe wie 100 Hundertstel, da ja Prozente Hundertstel sind. 100 Hundertstel ist genau ein Ganzes. Falls du dir beim Bruchrechnen noch unsicher bist, kannst du noch mal eine Videoreihe zum Bruchrechnen anschauen. Das hilft dir hier auf jeden Fall. Schauen wir uns jetzt das zweite Beispiel an. 25% sind 25 Hundertstel. Ich kann jetzt meinen Bruch kürzen. Das heißt, ich kann durch 25 dividieren, sowohl den Zähler als auch den Nenner. Dann bleibt mir ein Bruch, nämlich eine Viertel. Diesen Bruch wollen wir jetzt als Dezimalzahl schreiben. Das ist genau 0,25. Wie komme ich auf das? Um die Dezimalzahl zu erhalten, müssen wir den Bruch als Division sehen und ausrechnen. 1 durch 4. 4 passt in 1 0 mal. Das Komma dürfen wir jetzt nicht vergessen an dieser Stelle. 0 mal 4 ist 0. 1 bleibt als Rest und wir schreiben 0 herunter. 4 passt 2 mal in 10, denn 2 mal 4 ist 8. Subtrahieren wir jetzt, bleibt 2 Rest. Und wir schreiben 0 herunter. 5 mal passt 4 in 20, denn 5 mal 4 ist 20. Und somit bleibt 0 Rest bei der Subtraktion. Unser Ergebnis ist also 0,25. Das sieht man gleich, weil wir 25 durch 100 dividieren, kommt dasselbe Ergebnis heraus. Das heißt, wenn du dir beim Kürzen unsicher bist, ist das kein Problem. Trotzdem solltest du es an dieser Stelle wiederholen. Jetzt wollen wir 0,7 Prozent schreiben. Diesmal verwenden wir die Eselsbrücke und ersparen uns so die Division. Wir verrücken durch die Eselsbrücke das Komma um 2 Stellen nach links. Aufpassen, die Richtung ist hier wichtig. Das Komma setzen wir neu und fügen die Nullen dazu ein. Das heißt, 0,7% ist 0,07 als Dezimalzahl. Alles klar? Jetzt schauen wir uns noch ein paar Beispiele an in die andere Richtung. Das heißt, wir wollen jetzt Dezimalzahlen als Prozente schreiben. Wir verwenden dazu wieder die Eselsbrücke. Du kannst es natürlich auch ganz einfach ausmultiplizieren. Mit der Eselsbrücke wirst du aber viel schneller sein. Wie hat das nochmal funktioniert? Ich schreibe die 0,3 auf und verrücke das Komma diesmal nach rechts. Die Zahl soll ja größer werden beim Multiplizieren. Das heißt, mein Ergebnis in diesem Fall ist 30. 0 vor 3 und das Komma kann ich einfach weglassen. Wichtig, vergiss nicht auf das Prozentzeichen. Jetzt wollen wir 1,27 als Prozent schreiben. Ich verrücke wieder das Komma um 2 Stellen und erhalte es jetzt nach der 7. Somit kann ich das Ganze als 127% schreiben. Nicht auf das Prozentzeichen vergessen. Jetzt kommt ein wirklich gemeines Beispiel. Hier ist nämlich ein Bruch gegeben und keine Dezimalzahl. Wie kann ich diesen Bruch als Prozent schreiben? Dazu sollten wir den Bruch erstmals als Dezimalzahl schreiben. Das ist 0,25. Erinnere dich an das Beispiel davor. Da haben wir das bereits durch eine Division ausgerechnet.
Und die 0,25 kann ich jetzt mit meiner Eselsbrücke ganz leicht in Prozente umwandeln. Das heißt, 1, 2 Stellen nach rechts und somit erhalte ich 25%. Oder 25% sind genau ein Viertel von 100%. So kannst du dir das auch vorstellen. Jetzt haben wir ein paar Beispiele geübt. Im nächsten Video bist dann du an der Reihe. Du darfst selbstständig solche Aufgaben lösen. Tschüss und bis bald!